Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und hier ist ziemlich leise. So unruhig mich. Oh, ein verlorener Einbalsamierer. Was ist das denn? Aua! Was hast du denn da für eine Waffe? Oh. Interessant. Aua. Alter. Das Gute ist, ach, ich liebe dieses Regenerieren. Ich bin ein Kämpfer, aber nicht wirklich, aber ich regeneriere. Das finde ich toll. So mag ich mein Leben. So. Ah, ich liebe diesen Angriff. Aus dem Sprint heraus. Wow. 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte. Soll ich wieder Lebensenergie machen eigentlich? Nee, ich mach diesmal Ausdauer. So. Nein, ich mach diesmal Ausdauer. Ist ein Arcana Verzauberer. Was soll ich damit? Nee. Pyräische Urne. Dolch. Artefakt bringen. Ich will erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Sieht ja noch so aus, als könnte man hier ein bisschen Beute ergattern. Und hier ist noch eine Truhe. Nett. Salz. Salz. Knochenmehl. Noch mehr Salz. Da wurde wohl jemand, ja, ich sag mal, nicht erfolgreich einbalsamiert. Wünenderall. Achso. Da komme ich wieder raus. Scheint so. Was sagt mein Gewicht? Mein Gewicht sagt, ich soll verkaufen. Das sagt mein Menschenverstand auch. Mein anderer logischer Menschenverstand sagt aber, ich soll erst zum Muradenturm hier gehen. So. Das mache ich auch. Aua. So. Der Kampf ist so belanglos, da wird nicht mehr die Kampfesmusik für angemacht. Das ist interessant. So. Ich höre da oben und sehe ich auch den Turm. Ich höre da oben und sehe alles klar, Dicker. Hier rüber. Oh, ein Wolf. So, sorry. Musste sein. Ach ja, Zutaten. Ich weiß ja gar nicht, ob ich jemals Alchemie wirklich lernen will. Vielleicht irgendwann, wenn ich nichts mehr hab. Achso, die Bücher kann ich mal lernen. Stimmt. Also die ich noch nicht gelernt habe. So, welche habe ich doppelt? Das hier und das hier. Das eine geklaute doppelte Buch kann ich dann wohl wegschmeißen. Das bringt's eh nicht, wenn ich das... Ah, da ist der Muradenturm. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ich fliege aber nicht. Ich gehe so zum Marktplatz. Verkauf meine Sachen. Geh dann
wieder zurück zum Myranturm und dann fliege ich. Und hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, bin ich traurig. Wenn gleich Nacht ist beim Marktplatz, bin ich auch traurig. Ich bin in vielen Fällen traurig. Es ist keine Nacht. Ich hoffe, ihr habt noch alle Geld. Ah, der hat noch Geld. Scheiße, jetzt habe ich einen guten Bogen verkauft. Die Spitzhacke behalte ich natürlich. Da habe ich nichts. So, hier. Das Buch kann ich verkaufen, diese drei Bücher ja auch. So habe ich wieder was übrig. Ab zum Myradenturm. Kann ich ja eigentlich auch hier hin, ne? Ist ja egal, wo ich hingehe. Welchen Myradenturm. Wenn, dann kann ich eh nur auf die Orte zugreifen. Auf alle auf der Karte oder halt auf die, wo ich nur schon mal war. Was nichts bringt. Rechnet es wirklich? Nein, das ist aber nur. Wow. Also ich würde gerne zur Schneefels-Taverne. So. Ja. Seite 2. Schneefels-Taverne. Tatsächlich, es geht. Das ist gut. Das ist sehr gut gewesen, dass das geht. So. Die Schneefels-Taverne. Was nutzt optionale Membran für den Flug ins Zentrum? Okay, ich wusste nicht, dass das eine Quest war. Gut. Aber ich glaube, ich erkunde erstmal hier die Schneefels-Taverne, oder? Wäre das nicht was? Und das ist eine sichere Truhe. Natürlich. Wie ist die Lage hier? Okay. Da muss, kann ich nichts Neues fragen. Hier geht's rein, oder? Wenn es eher aussah wie so ein Hintereingang, aber okay. So viele neue Namen wieder. Hallo. Nee. Oh, hallo. Interessanter Aufbau. Dass ich nicht mit den Läden kann, Alter. Ah, das macht mich so traurig. Woher stammen die Lieder, die ihr singt? Spielt einfach. Brause. Astrid. Ich kann halt. Egal, wenn wir. Ja, ich kann halt mit niemandem reden, Mann. Also die lassen hier die ganzen. Hallo? Jo. Die lassen überall die ganzen Dinger liegen. Was ist das denn? Die Schuhe. Naja, hier gibt es auch nichts zu holen. Nichts, gar nichts. Ich kann mit niemandem reden. Enttäuschend. Jo. Schade. So, Frage ist,
Was? Ja, Frostkristallsee, das sehe ich, aber... Hä? Wo? Aua, ja. Ein Vagabund. Okay. Schlachtaxt ist ein bisschen schwer, ne? Ist das, dass ich die mitnehmen sollte? Hoa! Hoa! So. Eieieiei. Okay, ei, sorry. Alter, aber die ist gut. Die sind alle gut, die Sachen gewesen. So vom Preis her. So, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen essen. Eintopf und dieses hier und dieses hier. Kann ich mich wieder heilen. Wieso kann ich nur so langsam laufen? Was habe ich für einen Effekt? Nee. Hä? Weiß ich jetzt auch nicht, woran das liegt. Ach, das ist der See. Ach so. Ja, also hier ist es gefährlich. Nee, hier ist das Haus und da hinten ist schon... Also hier wird man schon angegriffen. Wieso laufe ich denn so lahmarschig? Was ist das denn? Laufe ich überhaupt richtig? Sieht nämlich nicht so aus. Ich muss irgendwie andersrum um den See herum. Ich laufe so langsam, ne? Das ist unfassbar gerade. Alter, was ist das denn? Ja, aber ich muss, glaube ich, wirklich hier rum um den See. Aber ich habe längere Zeit nicht mehr nach Eispranken gesucht. Kann das sein? Aber ich weiß gar nicht, gibt es die hier so in diesen Teilen des Landes? Könnte ich dann auch nichts zu sagen, ne? Hm. Überall Zeugs. So. Ach ja, ich erinnere mich noch an diese Eiersuche. Das war auch was. So, was ist das für ein Zeichen? Hier ist eine Holzfäller-Axt und ein Goldbeutel. Okay. Hier ist gesagt, es wäre so eine Art Hinterhalt, aber scheinbar nicht. Oha, was passiert denn hier? Alles wird lila da hinten? Ich befürchte, das sind so Kristalle, die mich sehr stark, sehr schnell Arkanisten vibrieren. Oh, das sind einfach nur schöne Kristalle. Das ist durchaus auch möglich. Ich sprinte lieber nicht. Wenn ich so lahm bin, muss ich meine Fähigkeiten eher für anderes verwenden. Meine Geschwindigkeit, meine Ausdauer, das wollte ich sagen. So, muss ich schon hier? Ja. Ich muss hier auf dieses große Ding. Also irgendwie ist es schön und beunruhigend zugleich hier. Ich will wissen, was hier ist in diesem Rohr. Ein Fallout, dass jedes Rohr schließlich auch irgendwie ein Eingang hier nicht. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, was seid ihr denn? Hä? Hä? Was seid ihr? Was seid ihr? Ihr seid aber nicht so stark, wie ich es gesagt hätte.
Also ihr seid stark schon, ja, sage ich jetzt nichts, aber nicht so stark, wie ich gerade gedacht habe. Okay. Warum habe ich das getan? Hallo. So. Ja, die sind schon nicht schwach. Vor allem haben die so eine komische Hitbox. So. Ich müsste mich mal heilen. Und mit dem Käse geht's schnell, ne? Ja. Also die Kristalle sind interessant, muss ich einfach mal sagen. Alt Miskamur. Ich kenne nur Miskabarsa. Oh, da ist eine Eismutter, oder wie diese Dinger eigentlich in Skyrim heißen. Ich habe die da noch gar nicht so oft gesehen, ne? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, die kommen irgendwie erst im späteren Spielverlauf. Einmal voll heilen, bitte. Oder kann das sein, dass man so langsam ist, weil das hier so eine Gegend mit Wind und Schnee und alles ist? Das ist doch in Skyrim, habe ich das auch, glaube ich, mit so einer Mod, oder? Da habe ich die Mod nicht mehr, ich weiß es nicht. Ist so eine Realismus-Mod. So, geheilt bin ich. Ich weiß nicht, ob du stark bist. Ein Kristallgeist. Aha. Angriffsmäßig nicht stark, verteidigungsmäßig auch nicht so, aber du triffst ihn nicht. Das ist sein Ding. Sein Vorteil. Ich treffe ihn halt wirklich nicht. Aber interessant auf jeden Fall, was hier für Geschöpfe sind. Ich habe Angst. Irgendwie kommt mir das ziemlich gefährlich dann doch hier vor. Also mittlerweile, weil ich kann jederzeit raus. Jederzeit. Ich muss mich keiner Gefahr stellen. Die Musik ist aber richtig schön auf, weil wir da diesen Gegner. Das sind normale Trolle. Okay, das geht noch. Okay. So, und jetzt und drauf. Wow. Oh, fuck. Fast zur Hölle. Habe ich den richtigen Schrei eigentlich überhaupt? Rage. Hält für kurze Zeit den Waffenschaden. Hä? Wieso bin ich denn jetzt wieder so schnell? Hä? Okay. So. Ich glaube, wichtig ist. Eia, Alter. Alter. Was? Okay, ich muss versuchen zu pullen oder irgendwie die Area für mich zu kriegen. Pullen könnte funktionieren. Wenn ich jeweils nur einzeln angreife? Mit dem Bogen. Okay. Wo ist der eine? So.
Es ist nur der eine, nur der eine, nur der eine. Scheiße, der andere kam dann auch dazu. Fuck, ey. So. So. Ja, sobald es zwei sind, ist es schwer. Ich kann aber diese Rage vorher machen. So. Ja, scheiße, die Rage war zu spät. Ich muss die hier oben einsetzen. Okay, und jetzt wird wieder zurück. Okay, und go. Na komm, wenn du dich traust. Komm her, ich schau, was dachte 9148 Emskirchen. Wow, ich habe keinen Schaden bekommen. Das war so typisches Wandclipping. Nein! Scheiße. Know your area. Alter, den habe ich gefickt. Analst. Ich kann ihn auf Distanz halten mit dem Bogen. Ja, das war nicht viel, hat mir aber viel gebracht. Komm her. Trau dich! No! So, der kriegt mich nicht mehr. Ja, das habe ich. Perfekt. Puh! Das habe ich gar nicht so schlecht gemacht, wie ich fand. Und ich würde sagen, das war's. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.